Das neue Jahr scharrt bereits in seinen Startlöchern und auch Kanal 3 wird Sie ins neue Jahr begleiten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe Ihres steirischen Privatfernsehens. Viele Beiträge haben wir auch in dieser Woche für Sie wieder parat, denn auch nach Weihnachten bzw. vor Silvester waren wir für Sie fleißig unterwegs. Außerdem dieses Mal ein absolutes Novum. Wir haben für Sie nämlich eine Dokumentation im Programm. Mehr dazu aber später. Zuerst einmal unsere Programmvorschau. Wir berichten vom Voitsberger Advent in den Stadtsälen Voitsberg, ziehen gemeinsam mit der HSG Bernbach-Köflach Resümee über das letzte Jahr, informieren Sie über das Thema Badsanierung, führen unser Interview der Woche mit Peter Schitter von der Bergbahnen Lungau GmbH, zeigen Ihnen eine Dokumentation über Gustinus Ambrosi und entführen Sie in unserem Kochtipp in das Murtal. Vor wenigen Tagen, da hat in den Stadtsälen Voitsberg der Voitsberger Advent stattgefunden. Eine traditionsreiche Veranstaltung, bei der das gemütliche Beisammensein, die vorweihnachtliche Stimmung, die Volksmusik und auch vor allem Gedichte im Mittelpunkt stehen. Meine Kollegin Martina Weisensteiner war für Sie vor Ort. Und besinnliche Klänge, Weihnachtsstimmung pur, das alles konnten die Besucher des Voitsberger Advents in den Stadtsälen Voitsberg genießen. Neben der wunderschönen weihnachtlichen Dekoration haben die volkstümlichen Musikgruppen für etwas Ruhe in der hektischen Vorweihnachtszeit gesorgt. Unser traditioneller Voitsberger Advent, das ist immer so der Abschluss des Jahres, unseres Kulturjahres. Heuer ist mit dabei, Moderation macht der Sepp Leubner, dann ist der Kärntner Viergesang dabei, Weststeirisch Zammgwürfel, das ist so eine Gruppe rund um den Reinhold Lenz, dann sind die Södingdaler Weisenbläser dabei, der Stollhofner Dreigesang und die Familienmusik Kohlbacher. Doch nicht zum ersten Mal lud der Voitsberger Advent ein, denn in den letzten Jahren ist er bereits zu einem fixen Bestandteil der Vorweihnachtszeit geworden. In den letzten Jahren, und das hat sich immer verstärkt, der Besuch ist deutlicher geworden, die Beliebtheit. Und ich glaube, das ist auch für die Künstler, die hier darbieten, wichtig, dass sie akzeptiert werden. Und wir haben wirklich sehr, sehr gute Leute, die hier ein Programm präsentieren. Das geht schon sehr, sehr viele Jahre. Ist eine gute, glaube ich, Initiative und soll ein bisschen beruhigen in der hektischen Zeit. Der Voitsberger Advent lud auch in diesem Jahr ein, sich von der hektischen und turbulenten Vorweihnachtszeit eine Pause zu gönnen und bei volkstümlicher Musik zu entspannen. Und wer vorher noch nicht in Weihnachtsstimmung gewesen ist, war es nach dem Konzert mit Sicherheit. Unser Gott im Himmel lohnt, der von Bitt und Orgel. In ihrem letzten Heimspiel vor der Winterpause ist es der HSG Bernbach-Köflach endlich wieder gelungen, einen Sieg nach Hause zu holen. Gegen den SC Verlach endete das Spiel nämlich mit einem 35:30. Wir haben die Gelegenheit genutzt und gleich eine Vorschau für 2014 abgegeben und uns mit den Spielern auch über das abgelaufene Jahr unterhalten. We'll be right back.
Es war ein Jahr voller Höhen und leider auch Tiefen, das die Handballspielgemeinschaft, kurz HSG Birnbach-Köflach, erlebt hat. Viele Spiele, einige Rückschläge, verletzungsbedingte Ausfälle, aber auch viele Erfolge, eine tolle Jugendarbeit und eine motivierte Mannschaft, die nach vorne blickt. Beim letzten Heimspiel der HSG in der Sporthalle Köflach war es an der Zeit, Resümee zu ziehen und zugleich auch einige Neuerungen ins Gespräch zu bringen. Wie etwa, dass Armin Rasnick nach der Verabschiedung von Peter Machne auf der Trainerbank Platz genommen hat. Armin Rasnick heute erstmalig auf der Bank. Wie ist das Gefühl? Ja, es ist lange her, hier unten zu sein. Ich habe jetzt 2,5 Jahre, seit ich selbst aufgehört habe, eben von der Tribüne aus zugeschaut. Bin gesessen wie auf heißen Kohlen natürlich, weil du mitwirken musst und möchtest. Und das kann ich heute wieder. Und das ist ein schönes Gefühl zurzeit noch. Ja. Das ist heute eine sehr, sehr wichtige Partie, um den Anschluss zu finden, eben an Perlach, Linz, beziehungsweise auch an Lyon. Wie geht es dir heute ins Spiel? Wie schaut es mit der taktischen Ausrichtung aus? Also die Aufgabe für diese Woche habe ich darin gesehen, einfach die Mannschaft neu einzustellen, wieder den Spaß mit dem Ball zu forcieren. Das heißt, wir haben eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft und es wird auf alle Fälle auch taktische Überraschungen geben. Also sowohl vorne als auch hinten neue Varianten, neu für die Mannschaft und auf alle Fälle ein Überraschungseffekt für die Perlacher. Armin, du bist ja auch als sportlicher Jugendleiter neu an Bord. Da bewegt sich sehr viel. Es gibt eine intensive Kooperation mit der neuen Mittelschule in Birnbach. Du bist sehr intensiv und sehr stark in den Volksschulen unterwegs. Was wird da gemacht? Also wie gesagt, wir haben über das Land Steiermark und Bewegungsland Steiermark die Kooperationen mit den Schulen, sowohl Volksschule als auch Unterstufe NMS. Und da ist einfach die Kooperation zwischen Schule und Verein, wo wir im Turnunterricht über 400 Stunden Handball mit allen Kindern machen, als Werbung für den Handballsport, um Kinder dazu zu bringen und vor allem auch als Training mit den Schülerligamannschaften für die Mini-Handball-Cups. Es hat bereits gute Erfolge gegeben, mehrere Kinder, die seit Schulbeginn zum Schnuppertraining dann in den Vereinsbetrieb gekommen sind. Und wir sind guter Dinge, dass sich das weiterentwickelt und wir so an die besten Jahre der Jugendarbeit hier in der Weststeiermark anknüpfen können. Leo Langmann, du spielst ja auch schon Handball. In welcher Altersklasse bist du jetzt unterwegs? Ich bin jetzt in U10 und U11. Wie lange spielst du schon Handball? Jetzt 2,5 Jahre. Und, gefällt's dir? Ja, super ist. Lustig, echt. Was möchtest du sportlich einmal werden? Oder erreichen? Ich würde gerne ins Nationalteam kommen. Ja. Und schön. Super spielen. Ja, was wünschst du der HSG für die neue Saison? Ja, dass ich jetzt ein bisschen aufwachen bei den Spielen. Ja. Und dass sie ein paar Spiele bringen. Markus Rafler, du spielst ja auch schon in der U12. Wie gefällt's dir? Es gefällt mir sehr gut. Ich spiele jetzt ein Jahr und ich habe vorher Fußball gespielt, aber Handball taugt mir jetzt relativ viel besser. Ja, super. Was hast du für Ziele? Was möchtest du einmal erreichen? Ich möchte einmal ein Torschützenkönig in der U12 werden. Oder höher auch schon, U13, U14. Boah. Und in der ersten Mannschaft wirst du wahrscheinlich auch mal spielen wollen, oder? Ja, sehr gern möchte ich in die erste reinkommen. 2013, ein bewegtes Jahr für die HSG Birnbach-Köflach. Und was wünschen sich die Fans als auch die Spieler für das kommende Jahr? Also ich wünsche mir, dass wir mal ab Jänner eigentlich schon eine gute Vorbereitung starten fürs Playoff, dass wir das Playoff verletzungsfrei überstehen und alle voll reinhängen mit 100% kämpfen und vielleicht noch den 8. Platz erreichen und das Abstiegsplayoff vermeiden können. Ja, in dieser Saison oder nach dieser verkorksten Saison bis jetzt ist es relativ leicht, Wünsche zu äußern. Also der vorrangige Wunsch wäre mal, dass sich die HSG konsolidiert auf sportlicher Ebene, dass sie den Klassenerhalt schafft und dass es dann wieder sukzessive bergauf geht, auch mit eigenen Spielern, Jugendarbeit forcieren etc. Ja, hoffen tue ich mal, dass man nicht absteigen, sondern dass wir mal umbleiben. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Und ja, für mich selber hoffe ich halt, dass ich vielleicht ein Nationalteam komme und als Bundesländer-Turnier gewinne auf jeden Fall. Mein Wunsch ans Christkind ist, wenn ich schon da in Birnbach-Köflach heute bin, keinen Absteiger aus der A-Liga.
es möge andere treffen, Linz, Ferlach, aber jedenfalls nicht Berbach-Köpfler, nicht da oben. Ja, ja, und dann würde ich mir natürlich nur wünschen, einen Aufsteiger aus der Bundesliga in die ALA. Und dann würde ich mir noch, wenn ich so unbescheiden sein darf, den einen oder anderen Staatsmeister in der Jugend würde ich mir auch noch wünschen. Natürlich, dass alle gesund sind, dass wir sportlich viel Erfolg haben. Natürlich bedanken möchte ich mich bei der weiteren Treue der Gemeinden, die uns wirklich hervorragend unterstützen, die den Jugend- und Spielbetrieb der HSG aufrechterhalten. Wir sind nicht nur die Kampfmannschaft, sondern auch diesen großartigen Jugendbetrieb, dass sie weiter zu uns stehen, auch das treue Publikum, das in der ganzen Saison oder die ganzen Jahre uns die Treue hält, wünsche ich alles Gute, einen guten Rutsch, frohe Weihnachten, viel Gesundheit, dass sie uns nächstes Jahr wieder die Treue halten. Auch das liebe Kanal 3 Publikum sage ich vielen herzlichen Dank für Zusehen. Haltet uns nächstes Jahr wieder die Daumen. Dankeschön. Didi, im Hintergrund wird schon fleißig trainiert. Das letzte Spiel vor der großen Weihnachtspause heute für die HSG. Das Jahr war ja nicht ganz oder nicht immer nur von Erfolgen gekrönt. Es hat leider Gottes auch einige Niederlagen gegeben. Trotzdem vielleicht das Resümee, das man ziehen kann? Na, es war ein sehr, sehr schwieriges und durchwachsenes Jahr. Es hat leider sehr viele Verletzte gegeben. Man konnte den Kader nur bedingt einsetzen. Aufgrund dessen ist es auch sehr schwierig, sportliche Erfolge zu erzielen. Man kann nur hoffen und der Mannschaft wünschen, dass sie sich für 2014 konsolidiert und in voller Stärke dann antritt und ihre Stärken zeigt. Schauen wir mal, ja. 2014, wie wird es weitergehen? Ist schon alles verloren? Man hat oft eventuell so das Gefühl, nachdem doch einige Spiele nicht gewonnen wurden? Es schaut bis dato nicht gut aus. Verloren ist noch gar nichts. Die Meisterschaft dauert bis in den Mai hinein. Da kann noch sehr viel passieren. Ja, man kann der Mannschaft nur alles Gute wünschen und hoffen, dass die Verletzten wieder fit werden und sich auch konzentrieren auf die wichtigen Spiele. Es gibt einen neuen Modus und ja, da ist noch alles drinnen und ja, aufgegeben wird zum Schluss. Didi, ich sage einmal mehr Dankeschön, vor allem für deine Unterstützung immer wieder als unser Handball-Experte und ich glaube, wir drücken gemeinsam der HSG die Daumen. Danke vielmals und ich darf den Kanal 3 Zusehern schöne Weihnachten wünschen und ein gutes, neues, erfolgreiches und vor allem gesundes 2014. Danke, bis bald. Das letzte Heimspiel 2013 gegen den SC Ferlach hat die HSG im Übrigen 35:30 gewonnen. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk und der richtige Start ins neue Jahr. Wir halten den Mannen der HSG die Daumen. Bad zum Leben. Tenne. Den richtigen Internetanschluss noch nicht gefunden? Wie wär's mit Fiberspeed 20, der Internetanschluss für den täglichen Gebrauch? Zu langsam? Wie wär's dann mit Fiberspeed 40, der Highspeed-Anschluss für Multimedia-Anwender? Immer noch zu langsam? Wie wär's mit Fiberspeed 60, der Multimedia-Anschluss für den Power-User und Gamer? Noch zu langsam? Wie wär's dann mit Fiberspeed 100, der schnellste Highspeed-Internetanschluss in Ihrer Region? Fiberspeed, das schnellste Internet in Ihrer Region. Skifahren um nur 19 Euro und Kinder bis 15 Jahre gratis? Wo gibt's das? Diesen Samstag beim Steirertag am Großeck Speyereck in Mautandorf im Lungau. Diesen Samstag ist Steirertag. Tageskarte für Erwachsene um nur 19 Euro und Kinder bis 15 Jahre gratis. Diesen Samstag am Erlebnisberg Großeck Speyereck in Mautandorf im Lungau.
Wie könnte man das neue Jahr am besten beginnen? Vielleicht mit einer Grundumsanierung bzw. vielleicht auch der Sanierung Ihres Badezimmers. Wir hätten da die richtigen Partner für Sie, nämlich die Gebrüder Strommer. Wellness und Wohlbefinden aus einer Hand. Bäder von Installationen und Fliesen Strommer. Johannes und Manfred Strommer, zwei Meister aus dem Bezirk Voitsberg, die Hand in Hand arbeiten, wenn es darum geht, Traumbäder zu gestalten. Ja, unser Betrieb wurde im Mai 2005 gegründet als Ein-Mann-Betrieb. Mittlerweile haben wir schon 12 Mitarbeiter, die was in der Planung tätig sind und sowie auf der Baustelle und im Büro. Und wir arbeiten halt hauptsächlich im Sanitär- und Heizungsbereich und mit dem Schwerpunkt Badsanierung. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Manfred Strommer, Fliesenlegermeister aus dem Bezirk Voitsberg. Unseren Betrieb gibt es seit 2003. Wir beschäftigen momentan 8 Mitarbeiter und 2006 haben wir einen Verkaufsraum dazu gebaut, wie ihr da seht. Und um alles aus einer Hand eigentlich anzubieten. Alles aus einer Hand, das zeichnet die beiden Betriebe aus. Denn angefangen von der Planung bis hin zur Sanierung des Bades, inklusive Maurer- und Malerarbeiten sowie der Komplettreinigung, wird alles von den beiden Meisterbetrieben übernommen. Denn obwohl es sich um zwei eigenständige Betriebe handelt, arbeiten die Brüder dennoch eng zusammen und vertreten auch die gleiche Firmenphilosophie. Im Kundenkontakt ist uns wichtig, dass jeder Wunsch erfüllt wird und von Anfang bis Ende kein Leerlauf ist und das Bad fertiggestellt wird. Mir ist persönlich wichtig, dass der Chef eigentlich noch selber auf die Baustellen kommt und noch selber ein bisschen mitarbeitet, damit die Kunden das Gefühl haben, die sind da geboren bei der Firma und dass sie dann im Endeffekt zufrieden sind. Und zufriedene Kunden gibt es bei Manfred und Johannes Strommer zu Genüge. Sehr zufrieden. Es hat zum ersten Tag an gepasst, die waren alleine im Haus, tipptopp. Bei der Planung war es uns wichtig, dass sie es so gemacht haben, wie es wir eigentlich gern haben wollten. Und das hat perfekt hingehört. Es hat alles funktioniert, von Anfang weg bis zum Ende. Wunderbar. Wie sind Sie eigentlich auf die Firma Strommer gekommen? Ich glaube, durch die beste Werbung überhaupt, was eine Firma machen kann, das ist die Mundpropaganda. Und zwar, sie waren beim Nachbarn und da haben wir natürlich gefragt, den Nachbarn, wie sind die zufrieden? Und der hat gesagt, wunderbar, schaut euch das an. Wir haben uns das angeschaut beim Nachbarn drüben und haben gesagt, ja, wunderbare Arbeit, hervorragend. Und dann haben wir zur Firma Strommer hingefahren und haben auch die Firma kontaktiert. Ausgesprochen beeindruckt war ich von der Planung und Durchführung. Ich wurde sehr, sehr gut beraten. Ich war sicher eine komplizierte Kundin und es wurde dann alles zu meiner Zufriedenheit gemacht. Es hat sehr gut geklappt mit den Terminen. Es wurde Hand in Hand gearbeitet. Ich glaube, das ist auch der Vorteil, weil die zwei Betriebe sehr gut miteinander können. Ich meine, sie sind ja auch verwandt. Und es war für mich ganz wichtig, dass das auch terminlich sehr gut dann funktioniert. Und es ist genau das Badezimmer geworden, was ich mir vorgestellt habe. Und ich habe jeden Tag eine Mordsfreude, wenn ich in mein Badezimmer gehe. Wir sind in der Früh schon gekommen mit großem Traktor. Wow, haben wir gedacht, was wird da jetzt? Und in etlichen Stunden ist das Bad, das alte, alles draußen gewesen. Das waren so tüchtige Burschen, fleißige Burschen. Und ja, das hat gepasst. Ja, zuerst waren eigentlich zwei kleine Räume, also knapp 1 Quadratmeter, 1,5 Quadratmeter, zwei Türen, getrennt durch eine Mauer. Und deswegen sind wir eigentlich auch zu einem Professionisten gegangen, weil wir nicht gewusst haben, ist eine trockene Wand, ist keine trockene Wand, was kann man machen, Vorschläge. Dann ist eigentlich der Vorschlag gekommen, da die Tür zuzumachen und die Duschkabine eigentlich in den Raum, wo der Zugang war, zu machen, haben wir automatisch fast die doppelte Fläche bekommen. Sie waren immer da, wenn sie gesagt haben, down and down, und das ist wirklich so flott gegangen, also wir haben wirklich eine Freude. Weil das alles ist, es war nichts, weil sonst bei den Arbeitern musst du oft warten, nein, jetzt habe ich keine, und es dauert alles so lang und es ist echt so flott gegangen. Positiv ist die Kooperation mit anderen Firmen, mit Malern, Anstreichern und mit den Maurern. Man muss sich eigentlich um nichts kümmern und es wird alles termingerecht fertig.
Termintreue, handwerkliches Können und Kundenorientiertheit zeichnen die Unternehmen Fliesen Naturstein Öfen Strommer und Installationen Strommer, die beide direkt neben der B70 im Gemeindegebiet von St. Johann Köppling liegen, also aus. Nicht zu vergessen natürlich die umfassende, kompetente Beratung. Also die ersten Schritte sind einmal den Anruf bei der Firma Strommer, dann machen wir, vereinbaren wir einen Termin und messen das Bad aus. Und dann Schritt für Schritt stellt sich das Bad zusammen, für seine die Einrichtung zu fließen und sämtliche Leistungen wie Maurerarbeiten und Malarbeiten werden für uns natürlich auch mit abgedeckt. Das ist prinzipiell sowieso immer so, die Kunden kommen zu uns, nehmen die Muster mit zum Beispiel, nehmen die mit nach Hause, schauen sie, ob sie den Raum reinpassen. Ich komme da vorbei, ausmessen und damit wir dann ein faires Angebot machen können. Ne? In rund 2 Wochen zum neuen Bad mit der Komplettlösung Strommer. Ob Sanitäreinrichtung oder Fliesen, alles aus einer Hand. Kompetentes Zeitmanagement und übergreifende Arbeitsschritte machen es möglich. Ohne lästiges Nachtelefonieren und Terminkoordination können sich die Kundinnen und Kunden entspannt auf ihre neue Wellness-Oase freuen. Am besten persönlich vorbeischauen bei Johannes und Manfred Strommer in St. Johann Köppling. Die Bergbahnen Lungau GmbH in Mauterndorf, sprich die Skigebiete Speyereck und Großeck, sind natürlich allen Skiliebhabern ein Begriff. Wir haben den Geschäftsführer Peter Schitter zum Interview der Woche getroffen. Unser heutiges Interview der Woche hat uns einmal mehr auf die Berge geführt, genauer gesagt nach Mauterndorf, zu den Bergbahnen Lungau, Großeck, Speyereck. Ich begrüße sehr herzlich den Geschäftsführer Peter Schitter. Schönen Vormittag. Danke, dass wir heute einmal mehr zu Gast sein dürfen. Ja, herzlich willkommen. Die Steirer sind ja immer herzlich willkommen im Lungau und besonders am Großeck, Speyereck. Und natürlich bei so einem schönen Wetter ist noch besser, ja. Ich glaube, das Herz jedes Skifahrers geht heute auf, wenn man das sieht. Blauer Himmel, wunderschöne Pisten. Ist das ein guter Saisonstart für Sie gewesen? Ein sehr guter Saisonstart. Wir haben vom Süden Schnee gekriegt, wir haben vom Norden Schnee gekriegt und wir haben traumhafte Pisten. Ja, seit dem ersten Tag nur wunderschön zum Skifahren. Das Skigebiet ist ja von zwei Seiten auch erreichbar. Was würden Sie denn sagen, was ist denn so das große Plus dieses Skigebiets oder dieses Areals ganz besonders? Ja, das Skigebiet ist einmal ganz anders wie andere. Es gibt sehr viele Skigebiete. In dem Fall ist es einfach vom Mauterndorf, dass man da mit der Dauernstraßen direkt zum Parkplatz fahren kann, ohne Schneeketten und in St. Michael die neue Sonnenbahn ist und mit 2 Kabinenbahnen eben einmal 1000 Höhenmeter auffahrt und dann ins Skigebiet kommt mit wunderschönen Talabfahrten und eben bis 2400 Meter ist nämlich das Highlight, wo wir im Land Salzburg am höchsten sind. Es gibt ja auch eine Kooperation mit Oberdauern. Wie läuft die und wie zufrieden ist man da? Ja, wir haben ja mehrere Kartenverbünde und wir waren ja die ersten in ganz Österreich mit einem großen Kartenverbund von Oberdauern über Großeck-Speyereck bis zum Katschberg und Einig-Pfannenberg. Und die Oberdauern-Karten ist eine besondere Karten, weil eben der Skifahrer aus Oberdauern jetzt bei uns den Genuss hat für lange Abfahrten und natürlich Flächen von Pisten, die einfach größer sind. Nützen das die Skifahrer auch? Die nützen es im ersten Jahr schon sehr. Und ich glaube, dass wir heuer im zweiten Jahr richtig einen Erfolg haben, weil wir haben es jetzt schon verspürt in den ersten 2 Wochen, seit wir offen haben. Bestens präparierte Pisten findet man auch heute hier. Wir haben jetzt kurz gesprochen. Die wirtschaftliche Lage ist natürlich nicht immer ganz einfach. Es war auch die Diskussion, Skifahren ist zu teuer. Wie ist denn Ihre Meinung zu dieser Diskussion? Ja, die ist ganz einfach. Ein Liegestuhl und ein Sonnenschirm liegt nano kostet mehr wie bei unseren Tageskarten. Und ich finde die Diskussion eigentlich meiste Zeit daneben, aber man muss mit dem leben. Wenn man heute um 39 Euro und mit den ganzen Sonderkonditionen, was man hat, die Billig-Skitage, halben Preisen teilweise, kann die Familie wirklich den Skigenuss voll ausnützen. Aber wie halt alles, kostet was, aber die Seilbahnen sind dementsprechend investiert worden. Von den Schneeanlagen bis zu den modernen Aufschließungen von Kabinenbahnen und Sesselbahnen, die sehr viel Geld kosten. Aber die Preise sind im Verhältnis immer nur um den Index gestiegen und nicht mehr teilweise darunter.
Sie haben gesagt schon zu Beginn, die Steirer sind immer herzlich willkommen am Großeck Speyer. Jetzt gibt es auch wieder im Jänner den traditionellen Steirertag. Warum macht man diese Aktion eigentlich? Ja, der andere hat den siebten Tag, der andere hat den Tag und wir haben einen Steirertag gemacht aus einem Grund, weil wir ja an der Grenze von der Steiermark direkt liegen und unser einziges Gebiet das Murtal ist und wir haben eine Mordsfreude und die Steirer haben auch mit uns eine Freude, wenn sie da verfahren, schon in den Skifahren. Was gibt es da für Aktionen für die Steirer? Ja, da haben wir eben einen halben Preis für die Steirer und natürlich, was das richtig positiv ist, für die Kinder, Freifahrt aus der Steiermark an dem Tag. Sind Sie Geschäftsführer dieser Bergbahnen? Wie oft kommen denn Sie selbst noch zum Skifahren? Tut das Herz weh bei so einem Traumtag und man kann nicht die Brettel schwingen? Das tut sehr weh, aber ich werde heuer hoffentlich ein bisschen weniger Arbeit haben und werde öfter zum Skifahren gehen, weil wenn die Gäste heimkommen und sagen, es war so ein schöner Tag und du musst im Büro sitzen und alle Rechnungen zahlen, dann ist das Vergnügen natürlich auf der Piste viel besser. Gibt es noch Ziele und Pläne? Soll noch irgendwie Erweiterungen, sind das angedacht oder ist man jetzt einmal zufrieden mit dem aktuellen Status? Na, wir haben in 10 Jahren privat 42 Millionen Euro investiert, zu viert. Und das heißt was, weil wir haben die Förderstellen nicht wie andere Bundesländer. Wir müssen wirklich privat kämpfen. Aber es ist uns gelungen, in der kurzen Zeit was zu machen aus dem Berg. Und es sind viele Pläne noch, ja. Es werden schöne Lifte noch gebaut, sobald halt wieder mehr Luft ist. Und die wirtschaftliche Lage, dass es ausgeht. Ja. Lassen wir uns überraschen. Das Jahr 2014 hat jetzt gerade begonnen. Was wünschen Sie sich denn persönlich für das Jahr 2014? Naja, dass wir alle so frisch sind, dass das Leben wieder einen Spaß macht und dass jeder seinen Freizeit nachgehen kann in Hobbys und dass jeder einen guten Arbeitsplatz hat, dass wir dementsprechend auch Geld haben zum Ausgeben. Das ist ein sehr guter Wunsch, dem schließen wir uns an und sagen vielen Dank und alles Gute weiterhin. Dankeschön, schönen Danke. Gruß noch in die Steiermark. Vorhin bereits angekündigt, jetzt ist es soweit. Ich darf Sie ganz herzlich dazu einladen, sich die erste Dokumentation, die auf Kanal 3 gesendet wird, heute anzusehen. Wir haben für Sie nämlich in Zusammenarbeit mit Professor Magister Dr. Ernst Lasnik und mit der Marktgemeinde Stahlhofen eine Dokumentation über das Ambrosi-Museum und vor allem das Leben von Gustinus Ambrosi gemacht. Professor Gustinus Ambrosi wurde am 24. Februar 1893 als August Arthur Matthias Josef Ambrosi in Eisenstadt geboren. Der Vater war Lehrer an der Militär- und Realschule in Eisenstadt, später in St. Pölten und dann ab 1. September 1899 in Prag. Er hatte den Rang eines K&K-Hauptmannes, war aber auch akademisch ausgebildeter Maler sowie Komponist. Gustinus Ambrosi spielte bereits in frühester Kindheit ausgezeichnet Geige und Klavier. Angeblich wollte ihn der berühmte Geigenvirtuose Pablo Sarasate mit nach Spanien nehmen, um ihn als Wunderkind auszubilden. Um seinen 7. Geburtstag erfolgte, durch eine Gehirnhautentzündung, der Verlust des Gehörs. Gustinus kam in der Folge in ein Taubstummeninstitut in Prag. Ab 1907 finden wir ihn als Bildhauerlehrling bei Dekorationsbildhauern in Prag sowie nach dem Tod des Vaters ab Juli 1909 dann in Graz. Bereits als 15- oder 17-Jähriger schuf Gustinus Ambrosi sein erstes berühmt gewordenes Werk »Der Mann mit dem gebrochenen Genick«. In der beeindruckenden Skulptur verarbeitete er den miterlebten Sturz eines Dachdeckergesellen von einem Haus im Bereich Herrengasse am Eisernen Tor in Graz. Weiter schrieb er in dieser Zeit sein erstes Gedicht sowie seine erste Sonette an Gott. Von 1909 bis 1911, nach einer anderen Quelle, von 1910 bis 1912, besuchte Gustinus Ambrosi die Meisterklasse der K&K Staatsgewerbeschule in Graz bei den Professoren Georg Winkler sowie Hans Brandstätter. Weitere Lehrer und Vorbilder waren Kaspar von Zumbusch sowie Eduard von Helmer in Wien. Gustinus Ambrosi war ein unbequemer Lehrling und Schüler. Er schreibt, ich war bei 17 Professoren in 2 Kunstgewerbeschulen und Akademien, von denen ich weglief.
1912 fand eine erste Ausstellung von 42 seiner Werke im Landesmuseum Joanneum in Graz statt. Ebenfalls 1912 erhielt er den Staatspreis für Bildhauerei der österreichisch-ungarischen Monarchie. Im September 1912 übersiedelte Ambrosi nach Wien und bezog ein erstes Atelier im ersten Bezirk. 1913 oder auch vielleicht schon 1912 stellte Kaiser Franz Josef dem damals gerade erst 20 Jahre alten Gustinus Ambrosi ein Staatsatelier auf Lebenszeit zur Verfügung. Dieses Atelier befand sich in den Praterauen. 1916 installierten Stefan Zweig und Anton Wildgans die erste Ambrosi-Ausstellung in Wien. Ambrosi fühlte sich in die Tradition großer Bildhauer eingebunden. So bewahrte er einen Hammer von Georg Raphael Donner sowie ein Modellierholz und ein Modellierpodest von Caspar von Zumbusch. Eine besondere Verehrung brachte er Michelangelo, seinem großen Vorbild, entgegen. Nach dem Ersten Weltkrieg führte sein Weg quer durch Europa mit längeren Stationen in 8 europäischen Staaten. Gustinus Ambrosi hatte damals Ateliers in Paris, Rom, Köln und Wien. Bereits in den 1920er Jahren war der Bildhauer Gustinus Ambrosi viel umstritten. Die einen sahen in ihm einen neuen Michelangelo, ungebärdig, feuervoll, trotzig, aufstürmend, gigantenhaft. Den anderen war er wenig mehr als ein Epigone, der Stil und Form alter Meister, von Michelangelo bis Rodin, als Nachahmer und Nachempfinder übernahm, ohne bisher seine eigene künstlerische Sprache gefunden zu haben. 1935 wurde Ambrosi zum Ehrenbürger der Stadt Graz ernannt und 1937 wurde im Grazer Rosarium das von Ambrosi geschaffene Denkmal für den von den Nationalsozialisten ermordeten Bundeskanzler Engelbert Dollfuß enthüllt. Weiters gab es in Graz eine große Ausstellung mit 167 Arbeiten von Gustinus Ambrosi. 1944-45 wurden im Wiener Atelier zahlreiche Werke Ambrosis, er sprach immer von mehr als 600, durch die Kriegsereignisse beschädigt bzw. zerstört. Von 1952 bis 1957 wurde für Gustinus Ambrosi im Augarten, im zweiten Wiener Bezirk, ein neues Staatsatelier errichtet. Professor Dr. Otto Plettenbacher schrieb, mehr als ein halbes Jahrhundert brachte die Kunstwelt der Persönlichkeit Ambrosis große Wertschätzung entgegen, seinem Werk galt Anerkennung und Bewunderung. Kultureuropa war damals Freund, Gast, Modell und Begegnung des Künstlers, Dichters und Denkers Gustinus Ambrosi. Seine Werke stehen in 3 Erdteilen an 54 Orten in Museen, in öffentlichen und privaten Sammlungen, von San Francisco bis Yokohama, von Amsterdam bis Johannesburg. Unter seinen etwa 2500 Arbeiten sind besonders auf dem Gebiet der Porträtbildhauerei seine rund 670 Büsten ein Querschnitt der hervorragendsten europäischen Künstler, Denker und Politiker. Bundespräsident Dr. Thomas Klestil schrieb, gerade seine Büsten haben große Aufmerksamkeit und internationale Anerkennung gefunden. Sie sind nicht nur in ihrer Formgebung unbestrittene Meisterwerke, sie bringen auch die geistigen Konturen der jeweiligen Persönlichkeiten eindringlich zum Ausdruck. Gustinus Ambrosi merkte zu seinen Porträts an, ich schmeichle nie, das ganze Gesicht muss heraus, der ganze innere Mensch. Weiter sind seine allegorischen, mythologischen und symbolischen Skulpturen, wie zum Beispiel der ewige Frühling, die Erschaffung Adams, Promethidenlos oder Ikarus, Zeugnisse für sein außergewöhnliches Können und Schaffen. Ambrosis symbolische Figuren und Figurengruppen stehen auch in engem Zusammenhang mit seiner Dichtung, was er in seinem Buch der Einschau auch darlegt. Er stellt den 12 in den Gedichten behandelten Themenkreisen 12 seiner Skulpturen gegenüber, so auch die Blüte. Diese ist verbunden mit den weiblichen Wünschen. Zum dichterischen Schaffen von Gustinus Ambrosi schrieb Professor Franz Rehnisch, es ist keine Literatur zur Unterhaltung, zum Schmökern und Zeittotschlagen. Nichts darin apportiert gefällige Phrasen. Es ist Zwiesprache mit Gott und dem Schicksal und lotert nach den Quellen aller Existenz, nach Geburt und Tod, Werden und Verfall, Leid und Triumph, Wandel und Wiederkehr. Zur Skulptur Die Blüte merkte Gustinus Ambrosi an. Es ist das Werk meines Lebens, das ich liebe, das ich als Begleitung meines Lebens immer geliebt habe. Vermutlich beschäftigte sich Ambrosi bereits 1910 mit dem Thema. 1916 schuf er ein lebensgroßes Modell, nach welchem er dann 3 Gipsabgüsse anfertigte. 2 unterlebensgroße Ausführungen in Marmor stammen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach 1945 schuf Gustinus Ambrosi eine für sein Museum bestimmte Ausführung in Seravezza Marmor, einem besonders feinen weißen Marmor aus einem von Michelangelo neu erschlossenen Steinbruch.
1960 wurde der Block mit einem Gewicht von 9.800 Kilogramm gebrochen. 1965 mit der Bildhauerarbeit begonnen und 1968 diese vollendet. Die Skulptur hat eine Höhe von 144 cm. Ambrosi war handwerklich umfassend geschult und strebte nach Perfektion und Vollkommenheit. Ganz gleich, ob in Marmor oder in Bronze oder in der Präsentation der Arbeit, zum Beispiel dem Sockel. Am Objekt sind Punkte und Linien zu sehen, die von der Übertragung mittels Zirkel- und Punktierapparat stammen. Sie sind wichtig als Anhaltspunkte für die nun folgende Arbeit mit Hammer und Meißel, Flach, Hohl, Nut- und Zahneisen, Bohrer und Raspel. Ambrosi vertrat, wie auch andere Bildhauer seiner Zeit, zum Beispiel Hanak oder der Weststeirer Franz Josef Unterholzer, aber auch noch Fritz Wotruper, die Forderung nach Materialgerechtigkeit. Er sagte dazu: Zweifellos weist eine Bronzeplastik einen anderen Ausdrucksgehalt auf als eine Steinskulptur. Den Stein findet der Bildhauer vor, dem Bildhauer fehlt die Korrekturmöglichkeit des Bronzeplastikers. Was der Bildhauer einmal aus dem Stein geschlagen hat, ist nicht wieder rückgängig zu machen. Für Augustinus Ambrosi waren die Bildhauerarbeit und die besonders mit der Steinbildhauerei verbundenen Strapazen sein Leben. Stolz wies er häufig auf seine Kraft hin. Als er in hohem Alter, durch Krankheit geschwächt, nicht mehr als Bildhauer, wie er es verstand, mit vollem Einsatz arbeiten konnte, war für ihn auch ein Weiterleben nicht mehr möglich. Wie kam Professor Augustinus Ambrosi in die Weststeiermark? Durch Jahrzehnte waren Gaistal und Kainach bevorzugte Urlaubsorte des Meisters. Bereits am 4. August 1934 berichtete das Volzberg-Köflacher Wochenblatt: Gaistal, seltener Sommergast. Am Sonntag, dem 29. Juli, traf hier der berühmte Bildhauer Augustinus Ambrosi samt Frau und Tochter ein und stieg im Gasthof Kollmann zu längerem Aufenthalte ab. Die Gründe sind diesmal, um sich in diesem schönen, idyllischen Gotteswinkel zu erholen und um neue, gründliche Eindrücke zu gewinnen, um sie zur Grundlage von Artikeln in den Tageszeitungen zu verwerten. Nach seiner Meinung soll das hiesige Schwimmbad eine gewisse Heilkraft besitzen, da er es mit dem Meerwasser befortete Marmi, welches 34 Kilometer bei Carrara am Fuße des ligurischen Apennin, wo die Gewässer der Marmorgebirge ins Meer herabfließen, verglich. Die Verbindung mit dem reizenden Ort Gaistal und mit der Gastwirtefamilie Kollmann bestand über 20 Jahre. Stets war Augustinus Ambrosi ein gerne gesehener Urlaubsgast. In Kainach, genauer gesagt im Oswaldgraben, war die sogenannte Kissoldhube, Besitzerfamilie Krein-Petrasch, jener stille Ort, der für Urlaub und dichterisches Schaffen des Meisters ideal war. Professor Augustinus Ambrosi war gerne im Oswaldgraben. Er mochte die waldreiche Landschaft am Fuße der Almen. Er liebte die zurückhaltende, jedoch ehrliche Herzlichkeit der Menschen dieser Gegend und er genoss die schöpferische Ruhe und Einfachheit des Lebens. Im Laufe der Jahre entwickelte er zur Landschaft und zu den Bewohnern des Oswaldgrabens ein besonders inniges Verhältnis. Wir sind in Salla beim Hofbauer. Und die Frau Maria Petrasch ist, glaube ich, die Dame, die den Ambrosi am längsten kennt. Und ich glaube auch, Frau Petrasch, der Ambrosi ist ja wegen eurer Firma damals, wegen einem Vater, hierher gekommen in die Weststeiermark. Wegen der Steine von unserer Firma. Und meine erste Erinnerung an Ambrosi ist noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Also das muss gewesen sein, 38... 39, ich war so 17, 18 Jahre und da ist er gekommen, die ganze Firma ist zusammengelaufen und er von Stein zu Stein, er war sehr heidlicher Kunde, nicht? Und mein Vater hinter ihm her und er hat dann immer Postamente machen lassen für seine Köpfe und nach dem Krieg dann haben wir den Steinbruch in Hirt gehabt, in Kärnten drüben, das ist der grüne Marmor, Serpentin eigentlich, und den hat er besonders geschätzt. Und da ist er dann immer wieder gekommen, um diese grünen Postamente zu bestellen. Und Frau Petrasch, was ich weiß, war er sehr gerne bei euch auf der Kissoldhube. Ja, und da muss irgendwann einmal mein Vater vom Fischen gesprochen haben und er hat scheinbar auch gern gefischt oder wollte fischen und da ist er das erste Mal gekommen und er war vom Oswaldgraben so begeistert, dass er ja, wie gesagt, erzählt hat, der schönste Ort der Welt ist der Oswaldgraben und nicht Rom, nicht? Das hat er dem
Kardinalen oder was halt erzählt. Nicht? Mein Vater ist ja 64 gestorben und dann hat quasi mein Mann die Betreuung übernommen von ihm. Nicht? Er konnte ja nicht Auto fahren, er braucht immer ein Auto. Und da sind wir oft in der Weststeiermark herumgefahren, eben von einer Bauchhändlerstation zur anderen. Und mein Mann war immer bestrebt, ihm Orte zu zeigen, die für ihn neu sind. Aber wo wir auch hingefahren sind, überall hat er gesagt, da war ich schon, wie ich 17 Jahre zu Fuß war ich da. Mit meinem Mann haben sie wahnsinnig viel hin und her geschrieben. Ja. Ich habe mich immer gescheit zu schreiben mit ihm. Also bin eigentlich, sagen wir, richtiges Gespräch hat man ja nicht führen können. Und er war auch so souverän und so überdurchschnittlich, dass er eigentlich die Unterhaltung fast allein geführt hat und man ist gesessen und hat zugehört und war eigentlich begeistert von ihm. Wir sind da im Oswaldgraben in Kainach. Beim Fischwasser, wo der Ambrosi Gustinus seine herrlichen Forellen immer gefangen hat. Das war auch sein Hauptanliegen, praktisch hier zu fischen, die frischen Fisch auch in der Pfanne dann zu sehen. Ja, das war seine größte Freude. Ne? Ja, und da möchte ich nur kurz das Originalstangl zeigen, mit dem der Ambrosi gefischt hat. Es ist ein relativ einfaches, aber ein sehr gutes Gerät. Ambrosi hat mit Naturköder gefischt, was man heute eben eher auf Kunstköder geht. Im Jahr 1966 äußerte Professor Gustinus Ambrosi anlässlich eines Besuches im Haus seines Freundes, des Stallhofener Postamtsleiters Karl Heere, den Wunsch, sich in Stallhofen niederzulassen. Er wollte in diesem Ort, den er von seinen Sommeraufenthalten im Gasthaus Rössl und bei der Familie Heere sehr genau kannte und liebte, ein Häuschen bauen und darin seinen Lebensabend verbringen. In einer handschriftlichen Notiz bemerkte Ambrosi: Aber mein Sterbehaus baue ich in der Steiermark, wo seit 1764 meine Ahnen daheim waren. Auf dem schönsten Fleck der Steiermark, wie Professor Gustinus Ambrosi das von der Pfarrpfründe Stallhofen erworbene Grundstück bezeichnete, begann er mit der Errichtung eines großzügigen, bis in das letzte Detail von ihm selbst entworfenen Hauses. Frau Heere, wie war die erste Begegnung mit dem Gustinus Ambrosi? Die erste Begegnung war so, meine 17-jährige Tochter hat in Kainach Urlaub gemacht und der Postmeister von Kainach war unser Freund und die haben uns immer schon erzählt über Gustinus Ambrosi und sie war so interessiert dann und hat gesagt, wie sie drinnen war, sie möchte Autogramm von ihm haben. Na, und dadurch ist so die Verbindung entstanden und dann hat sie erzählt, wo sie von Stallhofen ist. Ja, hat er gesagt, wie ich jung war, bin ich da oben auf der Wiese gesessen und habe eine Knackwurst gejausnet und er kommt uns besuchen und so und dann hat er uns einmal besucht. Und dadurch ist dann diese Verbindung immer intensiver geworden und die Freundschaft und so war es. Er wollte eigentlich in Kainach ein Haus kaufen, nur hat er gemeint, sie sind schon alt, sie haben kein Auto, was ist, wenn sie krank werden. Und da hat er immer gesagt, bei euch hier gefällt es mir so. Und ich habe dann gemeint, was ist, kauf doch da einen Grund und bau hier. Und der Dechant Reis, den haben wir auch immer zum Fischessen eingeladen, er immer Fische geholt in Kainach, ich musste sie zubereiten und meinte immer, lade den Dechant Reis ein und die haben sich so gut verstanden. Der hat dann mitgeholfen, dann hat er wirklich hineingeschrieben zu der Diözese, dass er den Grund kaufen möchte und so alle möglichen Leute haben ihn unterstützt und so ist er zu diesem Grundstück gekommen. Adolf Binecker war Bürgermeister in dieser Zeit, wo Gustinus Ambrosi nach Stallhofen kommt. Adolf, wie war deine erste Begegnung mit dem Professor Gustinus Ambrosi? Die erste Begegnung war dann beim Kirchenwirt. Familie Heere, Ambrosi, seine Gattin Beate und seine Schwägerin Anna. Und da hat er den Wunsch geäußert, also hier möchte er ein Häuschen bauen. Wir konnten das eigentlich nicht wahrhaben, dass er so ein Künstler aus der Großstadt Wien, und zwar hier in dieser kleinen Gemeinde, für sich ein Daheim schaffen wollte. Es kam dazu,
Ich wurde gebeten, und zwar mit Dächern 30, mit der Pfarrfründe, des Bischöfliche Güterverwaltung in Graz, Verhandlungen einzuleiten. Ich habe dann, und zwar den Canossagang zu Dächern 30, der ja der Gemeinde sehr gewogen war, und ich muss heute noch sagen, wir müssen ihm sehr dankbar sein. Er hat dann, und zwar ist erreicht, dass Gustinus Ambrosi, und zwar beinahe ein Joch, also über 5000 Quadratmeter zwecks Bau seines Häuschen erhielt. Die Bauverhandlung ist abgelaufen ohne irgendwelche Einsprüche. Irgendwo war es für uns schon eigenartig und es war gewagt, dass ein Haus in diesem toskanischen Stil hier errichtet wird. Wir sind heute und zwar der Ansicht, das hat absolut und zwar der Gemeinde nicht geschadet. Ja, Ambrosi auf der Baustelle war so ähnlich wie der Feldherr Radetzky. Gell? Er hat und zwar hier die Schar der Arbeiter dirigiert. Mit einem gewöhnlichen Hauserstecken hat er gedeutet, wo etwas zu geschehen habe. Das erste Bauvorhaben war das Atelier. Dort wollte er eigentlich in seinen späten Tagen und zwar auch arbeiten. Und so hat er hier begonnen im Jahr 1970 zu bauen. Ich habe damals als Bürgermeister es immer so empfunden, ich habe gesagt, wenn der Frühling kommt, und zwar wenn die Schwalben wiederkehren, ne, so zieht die Familie Ambrosi hier in Stallhofen ein. Und sie sind dort von diesen Märztagen bis zum Frühherbst, 8. September, haben sie hier und zwar gewerkt und geschafft. Sie waren untergebracht im Gasthof Rösselkirchenwirt, waren dort sehr gut aufgenommen. Man muss den alten Wirtsleuten aber auch Dank sagen dafür, dass sie ihm und zwar großes Verständnis entgegengebracht haben. Adolf, es ist dann ein Haus entstanden hier. Der Gustinus Ambrosi hat das Haus ja selbst als Fertiger nicht gesehen. Die Witwe hat es dann nach den genauen Aufzeichnungen von Gustinus Ambrosi fertiggestellt. Und heute ist es aber eine Begegnungsstätte, ein Museum und das Ambrosi-Haus. Wie ist es zu dem dann gekommen? Ja, nach Ableben des Bildhauers, es war für uns irgendwo erschütternd. Wir haben es eigentlich reichlich spät erfahren. Er hat, und zwar in Verzweiflung, als ein Arzt, der nicht sehr von Gefühlen geleitet war, ihm mitteilte, dass seine Tage gezählt sind. Und so hat er dann im Juli den Freitod gesucht. Die Witwe hat, und zwar in ihrer Verzweiflung, dann nicht gewusst, was aus diesem unfertigen Objekt werden soll. Und ich habe in meiner Eigenschaft als Bürgermeister dann sehr bald verspürt, dass ich und zwar sehr reiche, namhafte Persönlichkeiten, ich erlaube mir nicht, einen Namen zu nennen, als versucht haben, dieses Objekt zu erwerben. Das war für mich irgendwo ausschlaggebend, dass ich versuchte, die Mitglieder meines Gemeinderates zu überzeugen, dass es sinnvoll wäre, auf Basis Leibrente dieses Objekt zu erwerben. Auf der Fahrt nach Wien habe ich die Aufgabe gehabt, mich mit der Frau Professor Beate Ambrosi zu unterhalten, und Anton Reiter hat versucht, und zwar die Kunstwerke ausfindig zu machen und aufzuladen. Dann hat sie sich geäußert, die Frau Professor Ambrosi, der Sekretär ist ein Spitzbube, und vermittelt hat sehr, und zwar, dass wir viele Werke bekommen haben, die Schwester Anni Rieger. Anton Reiter, du warst damals in der Gemeinde tätig. Bürgermeister Binnecker hat dich da sehr gelobt, dass du mit der Frau Ambrosi sehr gut umgehen konntest, so muss man es ja sagen. Wie war aber deine erste Begegnung überhaupt mit Gustinus Ambrosi? Wie hast denn du ihn kennengelernt? Ich habe Ambrosi da das erste Mal gesehen, wie der Herr Bürgermeister schon gesagt hat,
mit einem Maßstab in der Hand, freien Oberkörper, kurze Hosen, gell, hohe Schuhe, ist er da mitten in diesem Bauareal, in dieser Baugrube, die er bereits ausgehoben hat, gehabt, gestanden. Gell. Ja, ich habe da damals die Verhandlungsschrift führen dürfen. Gell. Und im Zuge dieser Bauverhandlung wurde festgestellt, dass kein Stempel vom Baumeister oben ist auf seinen Plänen. Und wie ihm das dann beigebracht wurde, ist Gustinus Ambrosi fuchsteufelswild worden. Gell. Er hat da mit den Stecken umeinander gezeigt und auf sich hingedeutet, ich bin der Baumeister, Architekt, Planer und Ausführender, alles in einer Person. Da hat's, er war ganz ungehalten, Gustinus Ambrosi, sodass unser Bürgermeister, der Adolf Binnecker, den Baumeister Fleischer auf die Seiten gezogen hat und gesagt hat, hör auf, gell, es wird schon werden. Ich muss sagen, es ist nie mehr ein Stempel raufgekommen, offiziell. Es hat wohl dann später unsere Pläne in der Gemeinde, der Architekt Witzko, abgezeichnet. Aber damit war die Bauverhandlung getätigt, gell? Und Baumeister Fleischhacker hat auch eine Ruhe gegeben. Das war meine erste Begegnung. Ich habe gesehen, diesen Menschen, mit welcher Energie da gearbeitet hat. Gell? Der Bürgermeister Adolf Binnecker hat in einer Bemerkung bei seinem Interview gesagt, du warst in Wien zuständig, dass die Kunstobjekte ausfindig gemacht wurden. Und ich kann mich erinnern an gemeinsame Begehungen im Haus Ambrosi, dass du eben mit der Witwe sehr gut umgehen konntest. Ich habe heute mit ihr immer so richtig über alles gesprochen. Wir haben sogar über die Liebe gesprochen mit ihr. Weil ich habe immer mal gefragt, liebe Frau Professor, wenn man da in den Untergrund in Wien unterwegs war, da waren ja Werke en gros. Der Mann muss ja Tag und Nacht gearbeitet haben, habe ich ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt, der muss ja für die Liebe keine Zeit gehabt haben, habe ich gesagt. Aber sie Schlingel, hat sie gesagt. Herr Reiter, Sie sind ein Schlingel. Aber ich muss Ihnen eines sagen, für die Liebe hat er sich Zeit genommen. Ich habe sehr, sehr viel Kontakt gehabt dann mit ihr, wie Ambrosi schon verstorben war. Wenn irgendetwas im Hause hier nicht funktioniert hat, einmal war Hochwasser und der ganze Keller war voll, ist die Wasserleitung aufgefroren. Sie hat mich sogar angerufen, wenn ihr Kater in Wien verschwunden war. Anton Reiter, du hast viele Beziehungen, du in Stallhofen, der Umgebung, du hast viele Jahre in der Gemeinde gearbeitet. Wie ist denn das aufgenommen worden von der Bevölkerung? Wie hast denn du das mitbekommen und bemerkt, dass hier jetzt diese Villa entsteht, dass dieser Gustinus Ambrosi da wohnt, beziehungsweise dann, dass die Gemeinde nach dem Tod und nachdem die Witwe einverstanden war, das übernimmt, diese Ambrosi, dass das auf einmal die Gemeinde dann hier übernehmen will? Ja, die Bevölkerung war sich gar nicht bewusst, wer Ambrosi überhaupt war. Ich muss ehrlich sagen, auch heute wissen noch viele, viele nicht, wer Ambrosi, welche Persönlichkeit, welcher Mensch da dahinter stand. Erst so sukzessive sind wir draufgekommen, auch ich selbst. Ich habe sehr viel gelesen über Ambrosi, seine Sonetten gelesen, seine Bücher gelesen, seine Schriften gelesen. Ich habe mich immer gewundert, was für ein Mensch er überhaupt war. Toni Reiter, du warst nicht nur als Sekretär in der Gemeinde, du warst ja auch Gemeinderat damals. Wie ist denn das aufgenommen worden vom Gemeinderat, diese Idee, dieses Ambrosi-Haus zu übernehmen? Es hat ja einige Spekulanten gegeben, die sich um das Objekt Ambrosi sehr bemüht haben. Beate Ambrosi hat sogar Liebesbriefe bekommen, um etwas zu erwerben. Es war für die Gemeinde und für unseren Bürgermeister keine Gnade gewesen. Es war ein harter Kampf. Es kursierte der Gedanke herum, gescheiter Straßen bauen, als wie ein Objekt erwerben. Der Gemeinderat war da sehr konservativ eingestellt. Nach 10 Verhandlungen und
einigen Diskussionen hat sich dann der Gemeinderat durchgerungen, dieses Objekt auf Leibrente zu erwerben. Und der Gemeinderatsbeschluss war nicht einstimmig, aber die Mehrheit war dafür, dass wir dieses Objekt erwerben. Und ich muss sagen, gut so. Es ist ein Juwel von Stallhofen. Und uns beneiden gewisse Herrschaften, die etwas verstehen von Ambrosi, sehr um dieses Werk, das wir hier haben. Das Ambrosi-Haus in Stallhofen fällt nicht nur durch sein formales Aussehen und durch die es umgebende Parklandschaft auf, es besticht auch durch seine funktionale Raumaufteilung, durch seine außergewöhnliche Ausstattung. Professor Augustinus Ambrosi hat den Bau seines Hauses hier in Stallhofen, welches er auch als das Haus unter den Sternen bezeichnete, als ein letztes großes Werk betrachtet. Er hat daher seinen humanistischen Geist und seine Art zu leben in das Haus, seine Umgebung und seine Ausstattung einfließen lassen und somit das Haus als Gesamtkunstwerk entworfen. Ambrosi hatte für sein Haus auch weitreichende Zukunftspläne. So formulierte er schriftlich die Idee einer Schenkung an das Landesmuseum Joanneum, wobei das Haus als Erholungsort für Gelehrte dienen sollte. Im Jahr 1976 wollte Professor Augustinus Ambrosi das Haus beziehen. Dazu kam es aber nicht mehr, denn am 1. Juli 1975 starb er völlig unerwartet. Seine Frau Bertha, die dem Künstler seit 1928 eine verständnisvolle Gefährtin gewesen ist, vollendete den Bau nach den genauen Aufzeichnungen sowie immer wieder geäußerten Wünschen ihres Mannes und stattete das Haus auch reich mit seinen Arbeiten, von Entwürfen und Modellen bis zu fertig ausgeführten Werken aus. Weiters wurde wertvolles Mobiliar aus der Atelierwohnung in Wien hierher nach Stallhofen gebracht. Im Herbst 1985 übergab Frau Beata Ambrosi das Haus mit der Auflage, es als Gedenkstätte für Professor Augustinus Ambrosi zu verwenden, an die Marktgemeinde Stallhofen. Im April 1986 wurde in einer im Postamt Stallhofen eingerichteten Ausstellung zum ersten Mal der heimischen Bevölkerung eine Auswahl von Arbeiten des Bildhauers Professor Augustinus Ambrosi präsentiert und im Jahr 1988 wurde aus Anlass der nicht weit von Stallhofen entfernt gelegenen Stadt Bernbach stattfindenden Landesausstellung Glas und Kohle zum ersten Mal auch das Ambrosi-Haus selbst als Professor Augustinus Ambrosi-Gedenkstätte für Besucher geöffnet. Weiter schloss die Marktgemeinde Stallhofen mit Frau Beata Ambrosi einen Vertrag und übernahm gegen Zahlung einer Leibrente die Liegenschaft samt der Ausstattung und verpflichtete sich zur Erhaltung des Wohnhauses als Museum und Gedenkstätte. Herr Bürgermeister, wie ist die Bedeutung von Professor Augustinus Ambrosi für Stallhofen? Durch das, dass Professor Augustinus Ambrosi hier in Stallhofen den Alterssitz geschaffen hat, ist eigentlich die große Kunst seines Schaffens hier auch nach Stallhofen gekommen. Professor Augustinus Ambrosi hat sehr, sehr viele Menschen inspiriert durch seine Werke, die hier ausgestellt werden. Wir haben die Möglichkeit gehabt, durch das Museum vielen Menschen weit in die Welt hinaus seine Werke bei uns hier bekannt zu machen. Wir haben auch einen herrlichen Trauungssaal installiert in diesem Hause, wo eigentlich viele Menschen, die sonst nie hierher kommen würden, nie hier die Werke anschauen würden, und plötzlich sehen sie, wenn sie bei einer Hochzeit geladen sind, wow, da ist was los. Sowas gibt's in Stallhofen. Betreut wird dieses Ambrosi-Museum hier in Stallhofen von Dr. Hans Reiter. Herr Dr. Reiter, seit wann betreust du dieses Ambrosi-Haus? Ich betreue dieses Museum als Nachfolger von Adolf Binecker, der aus Altersgründen hier seine Tätigkeit abgeschlossen hat und mich ersucht hat, hier tätig zu sein. Und ich habe mich intensiv also mit Ambrosi dann beschäftigt und seit einigen Jahren führe ich hier Leute durchs Haus. Und ich möchte heute die Gelegenheit benutzen, Sie, meine Damen und Herren, zu einem Rundgang in Ambrosi-Haus einzuladen, um hier diese tollen Werke unseres geschätzten Künstlers selbst zu sehen. Musik.
das Leben. Spürt die Kraft. Öffnet die Augen. Ich rede hier von High Def. High Def. Das beste Programm in bester Qualität. ATV. Jetzt in HD. Die Lieblingssteiner. Kreischberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karfen und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreischberg und Lachtal. Die Lieblingssteiner. Die Lieblingssteiner. Das Bad zum Leben. Tenne. Dass bei uns gekocht wird, das sind Sie schon gewohnt. Und auch im Murtal wird natürlich immer wieder fleißig gekocht. Ich darf Sie wieder zu unseren Kollegen entführen und gleich das Ganze mit dem Titel Made im Murtal ankündigen. Viel Spaß bei der folgenden Sendung wünschen Ihnen die Obersteirische Molkerei, die Brauerei Murau, die österreichische Hagelversicherung und die Marke Made im Murtal. Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe von Schmankerl der Region, eine kulinarische Reise durch das steirische Murtal. Einmal mehr begrüßen wir Sie aus dem Stadtland-Impulszentrum der Landwirtschaftskammer Knittelfeld. Natürlich stehen auch in dieser Ausgabe Produkte aus der Region im Mittelpunkt. Wir haben uns Unterstützung geholt, einmal mehr durch den Koch Erich Pucher und durch unseren prominenten Gast aus der Wirtschaft. Da begrüßen wir sehr herzlich den Chef der Produktentwicklung sowie die Betriebsleiter, Stellvertreter der Obersteirischen Molkerei, Diplom-Ingenieur Dr. Richard Weiß. Danke, dass Sie heute unser Gast sind. Grüß Gott, es freut uns, dass wir hier stellvertretend für die Obersteirische Molkerei an diesem Kochen teilnehmen können, denn jede Art von Molkereiprodukten ist, wie allgemein bekannt, sehr gut geeignet für verschiedenste Gerichte. Wenn wir kurz auf Sie noch zu sprechen kommen, Produktentwickler bei der Obersteirischen Molkerei, was genau heißt das? Was macht ein Produktentwickler? Ich bin mittlerweile seit 12 Jahren in der Obersteirischen Molkerei als Produktentwickler tätig und es ist wirklich ein sehr interessanter Job, das zu machen in einem sehr innovativen Unternehmen. Die Produktvielfalt geht eigentlich von Trinkmilch über Butter, Sauerrahm, Käse, Kochkäse, dem Steirerkäse, dem Murtaler Steirerkäse, bis hin zu jeder Art von Käse, Hartkäse. Also von dem her ist es wirklich sehr interessant, auf allen Sektoren der Molkereiprodukte arbeiten zu dürfen. Klingt sehr interessant. Jetzt kommen wir aber zu unserem Gericht. Das ist heute eine panierte Lachsforelle auf Berglinsen, Erdäpfelsalat mit frittiertem Wurzelgemüse und Kren. Ausgangsprodukt für unser heutiges Gericht ist ja, wie gesagt, die Lachsforelle. Diese stammt aus der schwarzenbergischen Fischzucht in Murau. Qualität wird in diesem Vollzuchtbetrieb großgeschrieben, den es seit 1968 am Lassnitzbach gibt. Und wie diese Lachsforelle wirklich vom Ei bis zum Fisch großgezogen wird, zeigen wir Ihnen jetzt. Klares Gebirgswasser von unverfälschter Natur garantiert in der Fischzuchtanlage im Lassnitzbach beste Lebensbedingungen. Die köstlichen Lachsforellen reifen hier vom Eistadium im Bruthaus über das Setzlingstadium in der Fischzuchtanlage zum fertigen Speisefisch heran. Forellen haben hier für rund 2 Jahre und Saiblinge rund 3 Jahre Zeit zum Wachsen. Insgesamt werden 10 Fischsorten gezüchtet. 6 Saiblingarten, Regenbogen- und Bachforellen sowie Eschen und Huchen. Fischmeister Josef Glünsner weiß um die natürlichen Lebensanforderungen der Fische, ihre Besonderheiten und Nutzungsmöglichkeiten bestens Bescheid. Und so entsteht ein Qualitätsprodukt, das weit über die Grenzen hinaus bekannt ist. So, jetzt zum Filetieren. Zum Filetieren ist es auch besser. Wenn das Fischfleisch sich beruhigt hat, das ist so wie beim Wild oder beim Rind oder beim Fleisch überhaupt. Und es ist auch viel leichter zum Filetieren.
So, da haben wir schon die Filets. Schaut alles sehr einfach aus. Man braucht aber sicher einiges an Übung und ein gut schneidendes Messer dazu wahrscheinlich. Klar. Aber ich glaube, wenn man das beim Fischhändler kauft oder in der schwarzenbergischen Fischzucht, bekommt man die Filets auch fertig zu kaufen. Und jetzt zieht man da die Gräten heraus. Aber je größer der Fisch, desto größer die Gräten. Jetzt können wir das portionieren. Und die Gräten sind nur im vorderen Bereich? Ja. Hinten ist nichts mehr. So. So. Fertig. So, Erich, du hast jetzt die Erdäpfel gerade frisch geschält. Ich als Produktentwickler bin natürlich wieder neugierig. Mich interessiert, warum frisch geschält und welche Art von Kartoffeln eignet sich dazu am besten? Das Wichtigste ist einmal bei einem Kartoffelsalat, was wir jetzt zubereiten, dass die Erdäpfel frisch gekocht sind, dass sie noch warm sind beim Abmachen, weil sie dann die Gewürze und den Essig und das Öl richtig anzieht. Gell? Das Wichtigste überhaupt beim Erdäpfel dann ist noch, dass er speckiger ist beim Kartoffelsalat, so wie der Siglinde jetzt hier. Und dass man das nachher mindestens 5 Stunden rasten lässt. Okay. Und jetzt schneiden wir das fein zusammen. Der Kartoffel muss noch warm sein beim Abmachen. Erich, die ganzen Zutaten sind jetzt da drinnen. Ich glaube, eine fehlt noch. Ja. Kannst du uns verraten, was da alles drinnen ist? Da haben wir einen frischen Zwiebel gehackt, dann ein bisschen Essiggurkel, Schnittlauch, dann ein bisschen Salz und Pfeffer und ein bisschen Senf. Und zum Schluss geben wir noch ein bisschen Öl dazu. Und dann lassen wir das rasten. Normal, bis er richtig anzieht und guten Geschmack bekommt, dass wir nachher nochmal nachwürzen können, sollte er mindestens 2 Stunden stehen. Okay. Bin schon sehr gespannt. So, jetzt machen wir den Backlinsensalat. Da geben wir die Linsen hinein, die sind eine Nacht eingeweicht und gekocht. Hast du da beim Kochen schon etwas dazugegeben? Ein bisschen gesalzen. Gesalzen? Ja. Sonst nichts, ganz normal, mit Wasser gekocht. Dann geben wir eine Jungzwiebel dazu, etwas Petersil, Schnittlauch, etwas Nussöl, das Limettensaft. Das Nussöl verleiht dem Ganzen sicher einen ganz interessanten Geschmack. Sehr nussigen Geschmack, passt gut zu den Linsen. So haben wir jetzt Limettensaft. Ist der Limettensaft anstelle des Essigs oder? Ja, genau. Und wir werden das jetzt abschmecken. Und wenn das noch zu wenig Säure hat, dann kann man immer noch ein bisschen Balsamico-Essig dazugeben. Okay. Wichtig ist auch, dass man den Linsensalat so wie den Kartoffelsalat warm abmacht. Und auch anziehen lässt. Ja, genau. So, jetzt machen wir die Garnitur. Und zwar so eine Garnitur, das nimmt man normal beim Wurzelkapfen. Aber wir können das ja auch bei der Forelle verwenden, oder? Die geben wir jetzt da rein. Dann nehmen wir ein gutes Mehl. Ein bisschen drüber, melieren heißt das, gut durch und dann werden wir das im heißen Fettöl herausbraten. Es soll auch ein bisschen knusprig und rasch sein, aber es soll nicht die Farbe verlieren. Das heißt, wenn das Schäumen aufhört, dann ist das eigentlich soweit. Schaut sehr gut schön aus. Ne? Sehr interessant, ja. So, jetzt machen wir den letzten Schritt. Jetzt geht's zum Panieren? Genau. Und hast du da auch irgendwelche Geheimnisse? Eigentlich nicht, ich bin relativ einfach in der Beziehung. Und wir werden nur eins machen, wir werden den Fisch nicht salzen, sondern das Salz geben wir beim Ei dazu. Das heißt, wir haben das Ei aufgeschlagen, gell? Nehmen wir ein bisschen Salz dazu. Zum Ei. Gibst du da andere Gewürze wie Muskatnuss auch hin und wieder dazu? Nein, oder gebe ich nicht. Gebe nicht. Da kommt jetzt Limette noch dazu. So, das nehmen wir da her. In Mehl wenden. Die übliche Reihenfolge. Ja, genau. Und Ei. So. Und jetzt bist du dran, weil ich mit meinen Fingern nicht selber panieren. Also wirst du das jetzt. Den letzten Schritt mache ich. Du machen, bitteschön. Und dann legen wir es vorsichtig ins Fett. Abbeiteln ein bisschen, ja. Dass nicht zu viel drauf ist. Ja, genau. So. Und dann ins Fett. So, dann das zweite.
Wie lange bleibt der Fisch dann in der Pfanne? Den tun wir jetzt ganz langsam herausbraten, ca. 5 Minuten. Inzwischen einmal wenden. Der Fisch ist jetzt schön goldgelb gebacken oder goldbraun gebacken. Und du gehst jetzt ans Garnieren. Ja, wir richten das jetzt an. Dass neben dem guten Geschmack auch die Optik passt. Genau. Was sagen, dann nehmen wir den Berglinsensalat. Und nicht zu viel. Kartoffelsalat. Wie gesagt, das soll alles nicht zu kalt sein, nicht aus dem Kühlschrank. Und dann kommt unsere gute Lachsforelle aus Mura. Wir schneiden da mitten durch, dass man sieht, die ist noch saftig innen. Mmh, schaut aber sehr gut aus. Super. Dann gehen wir das auf. Genau richtig. Okay. So drauf. Und dann garnieren wir das mit ein bisschen Rucola-Pesto. Das habe ich schon vorbereitet, ist aber ganz einfach mit Olivenöl und Rucola in Mörser zerrieben. Es ist ein sehr guter Geschmack von Olivenöl und vor allem ist es für die Optik sehr schön. Würdest du das auch noch? Oder? Ja, ein bisschen Salz geben wir Salz dazu. Und jetzt nehmen wir das Gemüsestroh zur Dekoration. Das tun wir ganz locker hinauf. Schaut wirklich sehr schön aus. Und ich bin mir sicher, dass einige Verwandte bei mir zu Weihnachten vorbeikommen werden. Ein wunderbares Gericht und ich denke, diese Lachsforelle ist absolut eine tolle Alternative für das Weihnachtsfest. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter in unserem Weihnachtsspecial nach nur einer kurzen Werbepause. Mit Unterstützung des Landes Steiermark sowie der Europäischen Union. Kannst du auch nicht schlafen? Also Kim, mach mal ein paar Betthupfer. Besser schlafen mit der richtigen Vorsorge. Jetzt Bausparen. Volkspark mit V wie Flügel. Willkommen zurück zu unserem Weihnachtsspecial von unseren Schmankerln der Region, eine kulinarische Reise durch das steirische Murtal. Wir widmen uns jetzt den Murtaler Topfen-Ecken mit Zimt und Zucker. Mhm. Dazu gibt es ein Buttermilcheis und leckere Glühweinpflaumen. Doch bevor wir uns jetzt noch einmal dem Kochen widmen und unsere beiden Herren in Aktion erleben, sehen wir, wo unsere regionalen Milchprodukte erzeugt werden. In der obersteirischen Molkerei trifft Tradition auf Innovation. Was 1930 im kleinen Kreis begonnen hat, ist mittlerweile ein Leitbetrieb für die gesamte Region geworden. Rund 180 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von 85 Millionen Euro. Die obersteirische Molkerei ist ein Betrieb, der kontinuierlich am Wachsen ist. Rund 1700 Milchlieferanten liefern täglich die wertvolle Milch. Dieser Rohstoff wird in den Betriebsstätten Knittelfeld und Kapfenberg von qualifizierten Mitarbeitern zu besten Molkereiprodukten verarbeitet. Die Bemühungen des Unternehmens wurden auch durch viele nationale und internationale Auszeichnungen bestätigt. Ja, jetzt widmen wir uns endlich den Topfenecken. Also ich bin ja ein richtiger süßer Fanatiker, deswegen ich freue mich richtig, dass ich heute dabei sein darf, wenn es um die Topfenecken geht. Erich, erzähl uns, was genau, welche Schritte machen wir jetzt? Der Topfenteig, wo man die Topfenecken herstellt, ist ganz einfach zu machen. Und ich bin immer dafür, wenn man irgend sowas herzeigt, dann soll man auch was Einfaches machen. Und auch oft ist das Einfache auch sehr gut. Ne? Und wir nehmen jetzt einfach einen Topfen, eine Butter, ein Mehl und ein bisschen Salz und machen einen Teig. Und vor allem dieser Teig, der ist so vielseitig. Man kann Topfenecken machen mit Marmelade drinnen, man kann Topfenknödel machen, man kann Topfenstrudel machen, man kann sogar eine Pizza machen. Und das ist einfach universal. Und ich glaube, das ist speziell für die Hausfrauen und Hobbyköche ideal. Vor allem, weil das sehr schnell geht und einfach sehr gut ist. Das finde ich sowieso sehr gut, weil einfach, da bin ich immer zu haben. Doch Erich, erlaub mir, bevor ich
jetzt wirklich dann den Platz wieder freimache, eine Frage noch an unseren Gast. Kann man eigentlich sagen, dass hier die Oberösterreichische Molkerei auch ein regionaler Nahversorger ist? Beziehungsweise wie viel Milch bekommen Sie denn da Tag für Tag angeliefert? Sie sagen es ganz richtig, wir sind eine regionale Firma, die eigentlich die Milch aus dem Einzugsgebiet vom Semmering bis hin nach Damsweg, aber auch aus dem Gebiet von Leiten bezieht. Und es ist schon eine ganz beträchtliche Menge Milch, die wir da tagtäglich angeliefert bekommen. So wird pro Tag, jeden Tag 400.000 Liter Milch an unseren zwei Standorten in Knittelfeld und Kapfenberg angeliefert. Ich hätte gesagt, ich gebe den Platz frei und ihr dürft die Kochlöffel wieder schwingen. Viel Spaß dabei. Viele gerne. Jetzt gehen wir es an. Jetzt machen wir die Dörrzwetschgen, Pflaumen auch genannt. Die werden wir jetzt doch in Glühwein machen. Sind die Dörrzwetschgen vorher schon irgendwo eingeweicht gewesen? Die haben wir vorher ein bisschen eingeweicht ins Wasser, nicht zu viel, sonst werden sie zu gatschig. Also ist da ein bisschen Rum dazugekommen auch? Oder? Nein, da haben wir jetzt keinen Rum dabei, das ist ein fertiger Glühwein oder man macht selber einen Glühwein. Und wir geben ein bisschen Portwein dazu, dass er ein bisschen süßlich auch ist noch. Portweingeschmack ist gut. Und wie gesagt, wenn das für Kinder ist, dann kann man ja einen Kinderpunsch nehmen, ohne Alkohol, ist überhaupt kein Problem. Das kocht man jetzt auf und dickt man ein bisschen mit Maizena ein und fertig. Also den Teig hast du super hingekriegt. Und jetzt machen wir die Ecken. Der hat jetzt gerastet eine halbe Stunde. Und wichtig ist, dass der Teig nicht im Kühlschrank ist, weil da ist Butter dabei und die Butter wird fest durch die Kälte fest. Also es wird Raumtemperatur sein. Jetzt gehen wir das an. Gut, ein bisschen einmelden wahrscheinlich, ja, gell? Warte, das haben wir jetzt. So, ein bisschen noch. Dann nehmen wir einfach, schneiden wir was runter. Zack. Dann drücken wir das fest. Willst du ausrollen? Gerne. Bitte. Wie dick ungefähr? Ja, man soll es nicht zu dünn. Also ich würde sagen, so 3 mm, 2 mm, 3 mm. Dann nehmen wir ein bisschen Riebisselmarmelade. Ich nehme gerne Riebisselmarmelade, weil es ein bisschen säuerlich ist und sehr gut passt. Zur süßen Speise. Ja, genau. Super. Ein bisschen zusammen, am Rand ein bisschen zusammen, ja. Perfekt, das habe ich mit drauf. So, ja. Und dann tun wir noch ein bisschen mit Ei bestreichen. Damit es nach dem Backen eine glänzende. Das schaut so gut aus. Anblick hat. Und vor allem durch die Marmelade, wenn das nach dem Backen aus dem Rohr kommt, durch die heiße Marmelade, bleiben die Topfenecken relativ lange warm. Und das ist auch nicht schlecht. Jetzt gehen wir es ins Rohr. Bei 180 Grad und 8 Minuten circa. Also auch relativ schnell zubereitet. Ja. Also wenn ein unerwarteter Besuch kommt, sowas ist sofort gemacht. Okay, 20 bis 30 Minuten rasten, aber das wird der Besuch wahrscheinlich dann auch. Ne? So, die Zutaten sind jetzt alles fertig. Vorbereitet. Also wenn das daheim so ausschaut, dann kann nichts mehr, passieren. Was Weihnachtliches. Und fertig sind wir. Schaut sehr gut aus. Guten Appetit. Danke. Wieder einmal eine sensationelle Sendung, in dem Fall ja sogar unser Weihnachtsspecial. Alle Rezepte gibt's wie immer zum Nachlesen in der Murtaler Zeitung, den Obersteirischen Nachrichten und auch im Internet unter www.genussregion-murtal.at. Wir sagen jetzt noch einmal Dankeschön an unseren Koch Erich Bucher und natürlich an unseren prominenten Gast. Danke für diese großartige Unterstützung, Herr Diplom-Ingenieur Dr. Richard Weiß. Und ja, jetzt bleibt's nur noch zu sagen, gutes Gelingen und viel Spaß beim Nachkochen. Mit Unterstützung des Landes Steiermark sowie der Europäischen Union. Ich
danke Ihnen wieder fürs Dabeisein, wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams natürlich einen guten Rutsch. Wir sehen uns am 10. Jänner mit unserer nächsten aktuellen Sendung wieder. Bis dahin eine schöne Zeit.